Herzlich willkommen, Rafael Marquez und Ian Rolf Hill. Hallo, Rafael. Ja. Ian. Wir haben den Gag mit dem Jan-Rolf Hill gemacht, weil das steht irgendwie auf deinem VIP-Ausweis. Drauf steht nicht Ian, sondern einmal Ian. Es liegt wirklich Jan-Rolf Hill. wer unseren John Sinclair Night Talk kennt, ich weiß nicht, guckt das irgendjemand von euch, den John Sinclair Night Talk? Ja, doch. So ein paar. Ein geringer Prozentsatz. Und wenn ihr unsere Personalakten kennt, dann wisst ihr, dass Florian und ich gerne sehr nerdig und sehr viel labern. Oh ja. Und deswegen sollen wir uns beide heute mal ein bisschen zurückhalten. Aber es gibt sehr, sehr viele interessante Themen, über die ihr mit uns hier sprechen könnt. Wie waren eure ersten Berührungspunkte mit Sinclair? Ich fange einfach mal mit Rafael an. Ja, meine ersten Berührungspunkte, ja, ich war vor, ich will lieber gar nicht sagen, wie lange das schon her ist, habe ich diese Gänsehautbücher gelesen und R.L. Stein, Gänsehaut, ja. Kennt das noch jemand? Ich hoffe, ja. Ist, glaube ich, noch bekannt. Und ja, damals war ich noch so 12, 13, schon ein bisschen her und ja, meine Mutter hat mir das dann empfohlen, lies doch mal John Sinclair Weltbild Auflage. Ich glaube, das ist sehr einzigartig, dass die Mutter sagt, Kind, lass das doch mit den Gänsehaut, lies doch mal einen richtigen Horror, oder? Du schläfst nachts durch, du musst doch mal ein bisschen. Wie war denn da der Übergang von Gänsehaut zu John Sinclair für dich? Es war eigentlich gar nicht so schwierig, weil irgendwann ist man aus Gänsehaut rausgewachsen. Da waren immer so alle 12, 13 oder so und irgendwann dachte ich mir, ist schon ein bisschen zu lang her und dann ja, hat sich das einfach so ergeben, sag ich jetzt mal. Also, weißt du noch dein Einstiegsroman? Mein erstes Heft, das war Die Sauger hieß das in den 1200ern. Die Nummer weiß ich Kann sich noch jemand daran erinnern, Die Sauger? Ja? Nein? Nein. Hat jemand einen Thermomix von euch? Okay. Und war damals, wann kam der Moment, wo du sagtest, jetzt möchtest du auch aktiv schreiben? Wie hast du das, wann war das für dich? Ach, das kam schon eigentlich so als Jugendliche. Da habe ich halt so Fanfiction-Sachen geschrieben gehabt. Ja, noch jemand, danke. Eine andere Person. Aber ich meine, da war John Sinclair ja immer von jeher immer ganz groß. Nicht wahr, Florian, dass da auch Fan-quasi Lesergeschichten auch abgedruckt worden sind? Ja, das ging ja schon in der zweiten Auflage los mit der Leserkurzgeschichte der Woche. Ne? Die Horrorstory der Woche, da habe ich ja auch angefangen zu schreiben. Und so die kommt Zeit habe ich dann leider verpasst gehabt, wo das noch war. Das war Sammleredition bei mir. Genau. Und das Tolle ist bei euch beiden, wenn wir euch beiden jetzt hier haben, dass ihr ja bei euren John Sinclair Abenteuern auch verschiedene Schwerpunkte habt. Also bei Florian sind es die Werwölfe, das ist dein Lieblingsding, ja. Bei dir sind es Vampire. Wie geht ihr da vor? Habt ihr einen Überblick, wenn sich da mal was kreuzen sollte? So Vampire gegen Werwölfe und so weiter? Oder tauscht ihr auch mal sagen, nee, komm, mach du die Werwölfe und ich mach die Vampire? Wir haben uns schon so ein bisschen gegenseitig im Auge, das stimmt schon. Okay. Ja, also es kommt ja schon drauf tatsächlich vor oder sowas, dass Rafael dann irgendwie mich anschreibt oder sowas. Oder tatsächlich war das ja bei den Werwölfen halt der Fall, dass ich dann die nordische Mythologie mit reinbringen wollte. Und Rafael hatte gerade das... Ich kriege das jetzt immer durcheinander. Das war nicht das Rätsel der schwarzen Särge, das war der Fluch der schwarzen Särge. Genau, ja. Das ist ja ein ganz wichtiger Unterschied, Entschuldigung, dass wir das nochmal betonen. Nicht der Fluch, sondern nicht das Rätsel. Nein, umgekehrt. Ja, genau das meinte ich. So, und da hatte ich dann halt die Totengöttin Hel quasi übernommen von ihm. Und und so läuft das eigentlich öfter ab, ne? dass man, weil wenn man halt merkt, okay, Florian, der hat die Werwölfe oder Rafael hat die Vampire oder Eibon oder so, dass ich mal kurz frage, hey, wie läuft denn das gerade in Eibon? Ich hatte keine Ahnung, was du dann aus Hel so alles machst. Ja, aber wie baut ihr euch diese Eigenuniversen eigentlich auch auf? Also ich finde das total spannend. Wie überlegt ihr euch so, weil das ja auch teilweise total neue Figuren auch sind, die ihr erschafft, so macht ihr so, ich will jetzt die und die Figur so und so haben, oder?
Das ist, kommt immer drauf an. Also manchmal ergibt sich das einfach aus dem Kontext heraus. In meinem ersten Roman hatte ich ja schon mit Werwölfen zu tun. Werwölfe, da ist natürlich Morgana Leighton eine ganz große Nummer und Fenris. Und dann entwickelt man weitere Geschichten. Und wenn jetzt jemand anderes kommt und möchte darüber was schreiben, und dann wird das eigentlich vorher schon besprochen, entweder per Zoom oder früher ja noch in Konferenzen. Und man sagt selber irgendwie so, hier, da habe ich jetzt irgendwie ein Themengebiet oder so, möchte da jemand vielleicht sich dran beteiligen, so wie das jetzt bei den Engeln der Unzucht und Hurerei der Fall gewesen ist. Das ist immer unterschiedlich tatsächlich. Ja, bei mir war das ja auch so. Ich hatte ja gleich bei meinem ersten Roman, ging es ja um Aibon, und das hat dann ja sozusagen immer aufeinander aufgebaut, die Figuren. Ich habe ja dann gleich bei meinem ersten Roman kam ja so ein Dämon namens Dravotan, den habe ich dann halt auch weiterentwickelt, bis ich mich dann irgendwann mal von ihm trennen musste. Wollte ich nicht unterbrechen. Nee, sag ruhig. Weil du redest gerade über Aibon, und das brachte mich halt direkt auf die Tatsache, dass in den Hörspielen jetzt gerade, wer Jenseits Melodie gehört hat, Aibon zum ersten Mal so ein bisschen eingeführt wird. Und erzähl mal den Leuten, die jetzt noch nicht so viele Romane lesen, was ist das eigentlich? Wo liegt das? Kommt man da mit dem ICE hin oder mit dem 49-Euro-Ticket? Oder wie geht das? Was ist das? Das wäre vielleicht mal Inspiration für einen Roman. Nee, also so ein Aibon. Ein ICE-Ticket nach Aibon. Ja. Kommt nie an. Das ist endlos Roman. Aibon hat einen Pakt mit der Deutschen Bahn geschlossen. Genau. Ja. Die Deutsche Bahn hat einen Pakt mit jemand ganz anders geschlossen, glaube ich. Asmodis? Ich habe nichts gesagt. Ja, ich bin auch öfter mit der Deutschen Bahn unterwegs. Also. Kommt daher die Inspiration für Aibon. Genau, so, jetzt hast du es raus. Jetzt mache ich mal meinen internen Markus Lanz. Herr Makesch, wie gehen Sie da vor? Sie sitzen im Speisewagen und werden nicht bedient. Was macht das mit Ihnen? Ja, es löst sofort gewisse Mordgelüste aus. Man wünscht sich in diese Welt Aibon. Erklär doch mal den Leuten, die vielleicht nicht wissen, was Aibon ist, was das eigentlich für eine Welt da jetzt gerade. Also Aibon ist im Prinzip so ein klassisches Fantasy-Setting mit einer guten Seite, einer bösen Seite und dann noch das Zwischenreich dazwischen. Über die dunkle Seite hat dann der Givano geherrscht, über das Zwischenreich der Monstertroll namens Hook. Und dann gab es noch die gute Seite mit dem roten Ryan als Hauptcharakter. Und es ging halt immer so um einen immerwährenden Krieg zwischen der dunklen Seite und der hellen Seite. Und John Sinclair wurde dann auch immer wieder damit hineingezogen, entweder weil es Tore gab in die normale Menschenwelt, oder John Sinclair wurde nach Aibon gezogen, weil früher haben die keltischen Druiden, die Eichenkundigen, die haben Tore in diese Welt geöffnet, um zum Beispiel auch um da zu sterben, weil das heißt auch das Paradies der Druiden. Da sind dann halt die Geister der Druiden dort eingegangen. Spannend. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde gerade solche neuen Settings, die man aus den Hörspielen halt gar nicht kennt, finde ich sehr, sehr interessant. Florian, ich würde aber auch bei dir gerne wissen, die Entwicklung, ich habe ja gerade gefragt, wie ihr die eigenen Universen schafft, so Entwicklungen von Figuren wie Lilith oder Morgana Leighton, die ja eigentlich so ein bisschen als Bösewichte angefangen haben, und dann entwickeln die aber so eine gewisse Ambivalenz, und woher kommt da bei dir die Idee, weil es geht ja schon so ein bisschen weg von diesem klassischen 80er-Jahre-Horror, wo so das Böse böse ist und das Gute ist gut, das ist ja hier schon so ein bisschen teilweise anders bei dir, woher kommt da die Idee oder die Inspiration? Die Idee kommt eigentlich daher, dass ich so ambivalente Figuren immer schon sehr interessant fand. Also wenn die nicht nur rein böse oder gut sind, sondern erst auch nicht so ganz klar einzuschätzen sind. Wir haben das ja auch schon ganz früh gehabt mit Myxin, ganz klassisch wiedererweckt worden als Verbündeter gegen den Schwarzen Tod, der aber auch gegen John Sinclair agiert hat. Und das fand ich halt immer sehr faszinierend. Wir haben es später mit Justine Cavallo gehabt, und Morgana Leighton war ja auch immer ein bisschen ambivalenter, ein bisschen Badass, und das mochte ich halt immer sehr. Und sie hat ja wirklich auch keine Skrupel, auch John irgendwie mal auszunocken, wenn er ihr irgendwie im Wege herumsteht oder so, oder ihn halt dann irgendwie auch ein bisschen zu bezirzen, wenn sie ihn braucht. Und bei Lilith ist das natürlich, ich würde die jetzt noch nicht mal so sehr als ambivalent bezeichnen, sondern sie instrumentalisiert, sie manipuliert. Ne? Und aber trotzdem
ja, so eine Serie entwickelt sich ja auch. Ne? Wir sind jetzt nicht mehr in den 80er Jahren, sondern auch die Leser und Leserinnen, die, denke ich mal, die haben auch sehr viel Spaß an solchen Charakteren. Das zeigt ja schon, wie beliebt Justine Cavallo und Myxin auch sind. Ja, wobei es natürlich in den 80er Jahren auch solche Figuren schon gab wie Myxin. Genau. Und es ist im Grunde genommen einfach nur weiterentwickelt. Ne? Also Jane, absolut, danke. Genau, ja, wobei Jane ja dann sehr klar von der guten Seite auf die böse und dann wieder auf die sehr gute Seite gewechselt ist. Also ein bisschen fremdbestimmt natürlich. Und bei Lilith ist das aber natürlich, sie hat ja diesen Background auch, ne, aus der jüdischen Mythologie, dass sie die erste Frau Adams war. Und das ist ja immer so ein bisschen so das Problem, dass sie ja da doch sehr stark dämonisiert wurde, auch in der Mythologie zumindest. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was man heutzutage auch durchaus mal hinterfragen kann. Und das tue ich jetzt quasi. Und ohne jetzt natürlich die Serie damit also komplett umschreiben zu wollen oder so. Ne? Und aber das hat Jason ja auch früher schon gemacht, dass er quasi, egal was das jetzt war, sich immer auch durchgeguckt hat, wo, also sehr gut recherchiert hat, was wird jetzt hier bedient, wo gibt es Klischees, die man dann vermeiden kann, weil er war wirklich schon auch sehr, sehr progressiv, auch gerade was die Frauenrollen angeht. Wie jetzt so ein Land wie Ibon, gibt es da irgendwie, hast du da Vorbilder? Weil wir hatten ja Atlantis und wir hatten diese Sachen. Was unterscheidet jetzt Ibon? Was macht das so einzigartig für dich? Oder hast du da irgendwie ein Vorbild? Also ein bestimmtes Vorbild habe ich jetzt nicht, aber es ist natürlich so, die Ibon-Welt hat ja schon existiert, als ich damit angefangen habe, Romane zu schreiben. Ich versuche dann halt auch so, das basierend auf den damaligen Roman zu schreiben, meine eigenen Ideen einzubringen, aber so außerhalb der Serie würde ich jetzt kein spezielles Vorbild sehen, aber kommt aus dem Kontext der Serie heraus, wie Florian vorhin auch schon mal gesagt hat. Fegefeuer. Fegefeuer, genau. Ja. Was ist mit dem Fegefeuer? Ist ja so, ursprünglich ist ja Ibon gefallenen Engel haben ja sozusagen Ibon erschaffen, als bei der großen ersten Schlacht zwischen Himmel und den Herrschern Luzifers dann die Engel gestorben sind, beziehungsweise Richtung Erde gefallen sind, ist daraus dann halt auch unter anderem Ibon entstanden. Und das ist jetzt wieder eine Art, die wir jetzt hoffentlich bald auch in den Hörspielen dann auch diesen Fluss dann auch haben. Wir haben ja verschiedene Strömungen gehabt. Wir hatten lange Zeit die Mordliga, dann hatten wir Shimada und diese ganze ostasiatische Mythologie und jetzt mit Ibon. Wie kommt man, was ich mich dann immer frage, wie kommt man dann wieder zurück zu der Basis, also zu Sinclair? Wie sind das Türen, die aufgehen, die irgendwie wieder zugehen? Oder läuft das im Hintergrund weiter? Wie habe ich mir das vorzustellen bei euch im Kopf, was da passiert? Weil es ist ja nicht so eine Serie, oder war es ja auch noch nie, wo es ein Monster gibt, das wird besiegt und dann geht es weiter. Das heißt, bei Sinclair gab es immer große, große Konsequenzen, wenn irgendwie was passiert ist. Der Sensenmann als Hochzeitsgast, was mit Nadine Berger passiert ist und so weiter. Also da gibt es ja auch Schicksale. Wie habt ihr da einen Überblick oder einen Plan, was passiert da? Bei Sinclair gehört das ja eigentlich mit zu dieser ganzen Mythologie, dass es verschiedene Dimensionen gibt. Atlantis ist halt einfach Vergangenheit. Atlantis ist ein Kontinent, der untergegangen ist. Aber wir haben ja bei John Sinclair, wir haben die Hölle und wir haben aber auch die Sphären der Engel und wir haben die normale Erde und wir haben Ibon als Fegefeuer, was zwischen Himmel und Hölle liegt, als da, wo die Engel hingefallen sind, die nicht bis in die Hölle gefallen sind. Und die existieren einfach nebenher. Also John Sinclair agiert und manchmal, wie du schon gesagt hast, es öffnet sich eine Tür, er bekommt mit einer Gestalt zu tun und manchmal weiß er ja noch gar nicht, stammt die aus der Hölle, stammt die aus Ibon, ist das vielleicht ein Engel aus irgendeiner himmlischen Sphäre. Und das sind jetzt nicht so, wie du gesagt hast, Zyklen, sondern das sind halt Schauplätze. Und so wie er dann manchmal vielleicht auch in Deutschland zu tun hat, hat er manchmal in Ibon zu tun. Und Ibon hat halt so ein bisschen viele Facetten auch. Das muss nicht unbedingt jetzt mit Einhornreitern und Feen und kleinen Elfen und sowas sein. Es kann auch irgendwas so im Horrorgenre sein.
oder so ein dunkle Festung irgendwo in einem tiefen Wald. Das ist nicht immer so festgelegt, sag ich jetzt mal. Ja, da passt die Deutsche Bahn noch ganz gut rein. Passt gut rein, genau. Wenn man mal irgendwo wieder stecken geblieben ist. Wir haben gesehen, dass unser Gewinner hier, der Monsterfrosch aus dem All, das Geschichte, die Raphael-Geschichte, genau, ja. Herr Makisch, was hat das mit Ihnen gemacht, als jetzt dieser Frosch in echt quasi vor Ihnen stand? Hat es Sie berührt? Ja. Sozusagen, dass meine eigene Kreation jetzt plötzlich auf der Bühne steht. Hast du da gesessen? Sie lebt! Ja. Ja, es war schon ein interessantes Gefühl. Ist man da stolz als Autor, dass man sieht, okay, da sind jetzt, entschuldige bitte, Bekloppte, die sagen, ich ziehe mich jetzt hier mit Alufolie und so an und mache mich wirklich mache mir diese Mühe und komme hier hin und sehe so aus. Das ist ja, für einen Autor muss das doch toll sein. Besonders, wenn der Roman so bekloppt ist wie der. Das ist aber schön. Aber das Tolle ist ja auch, dass ihr eure Expertise, also nicht nur bei Sinclair einbringt. Wir wissen, er ist ja auch Marax, du bist ja auch bei Marax sehr stark. Und es gibt ein Projekt, über das ich schon gesprochen habe mit deinem lieben Kollegen. Mhm. Das wird dieses Jahr rauskommen. Das ist auch eine Serie bei Lübbe. Und es ist eine limitierte Serie namens Limitiert. Das kennt man so aus dem Streamingdienst, also Limited Series. Das heißt, sie hat auch irgendwann ein Ende. Mhm. Erzähl doch mal kurz was über Castor Pollux. Das finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Also Castor Pollux ist im Prinzip so ein Dämonenjäger, der zur Zeit des alten Roms lebt, zur Zeit von dem Kaiser Nero. Und er tritt halt sozusagen das Erbe an seines Vaters. Sein Vater war ein Bezwinger der Finsteren. Die Finsteren sind dann die Dämonen in dieser Serie. Und er muss dieses Erbe antreten. Er hat sein Maßschwert und noch im Verlauf der Serie hat er noch diverse andere Waffen gekriegt. Und da muss er halt gegen Finstere, wie zum Beispiel ein gewisser Balurat oder die ehemalige Geliebte von dem Kaiser Nero namens Cassia antreten. Und es geht halt darum, auch einen Riss zu finden, einen Riss zwischen den Dimensionen, zwischen der Menschenwelt und der Dämonenwelt, durch den dann seit kurzem in der Serie wieder dunkle Gestalten, Vampire, Hexen und alles Mögliche in die Menschenwelt hineinströmen. Das heißt, du hast mit Michael Schauer, der auch mitschreibt, ihr beiden schreibt zusammen, abwechselnd, habt ihr euch auch richtig intensiv mit der römischen Mythologie beschäftigt? Ich sage jetzt mal eher mehr als ich. Also bevor ich jetzt bei Castor Pollux angefangen habe, habe ich schon so ein bisschen rudimentär was vom alten Rom natürlich gewusst, durchs Allgemeinwissen und so, aber er ist ja der absolute Rom-Experte, sage ich jetzt mal. Ich habe dann natürlich auch so ein bisschen recherchiert und man muss aber auch sagen, er schreibt die Exposés dafür, für die Serie. Ich setzt das dann um, aber ich muss natürlich auch ein bisschen über den Hintergrund wissen, das ist klar. Ja, und wann kommt die raus? Dieses Jahr noch, ne? Im Oktober. Im Oktober. Und ist auch angelegt auf wie viel, was sind das dann, Hefte, sind es Bücher, sind es Paperbacks? Taschenhefte, ja. Also wie die Taschenbücher von die guten alten Sinclair-Taschenbücher vielleicht auch? Nee, nicht ganz, aber sowas wie Vampire. Früher kam das ja auch als Taschen. Sehr gut. Und auf wie viele Exemplare ist das ausgelegt? 12 Stück. Auf 12. Und das ist dann quasi ein in sich abgeschlossener Zyklus. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Wir feiern 50 Jahre John Sinclair. Es ist immer noch unglaublich, das zu sagen, oder? Das ist echt crazy. Also wenn ich überlege, dass es John Sinclair schon vor mir gab, also das ist schon echt krass. Jetzt mal ausblickend auf die Zukunft. Wo seht ihr Sinclair in den nächsten, sag mal, nicht in den nächsten 50 Jahren, aber so in den nächsten 10 Jahren. Ja, wenn ihr jetzt schon so ein bisschen so eine Planung habt. Das ist ja jetzt, wie gesagt, wir haben ja jetzt sehr lange Zeit auf diesen Tag auch gearbeitet und feiern das auch heute. Und ich finde ja, Sinclair hat auch durch die Hörspiele natürlich und auch durch die ganzen Fans und durch die Community und auch durch Leute wie zum Beispiel den offenen John Sinclair Fanclub auch einen schönen Gruß. Ihr seid heute auch da. Yes! Ja, eine ganz andere, eine Relevanz. Wird es jetzt weniger werden oder werden wir dieses Level halten können? Was können wir tun, damit die Sinclair-Familie jetzt so zusammenbleibt? Müssen wir uns jetzt jährlich treffen? Auf jeden Fall. Ja, es ist auf jeden Fall, erstmal ist es gut, dass wir immer noch da sind. John Sinclair wurde ja, oder Heftromane allgemein wurden ja schon seit 10, 15 Jahren totgesagt und es ist immer noch da. Und ich hoffe ja, dass es auch noch sehr lange so bleibt, aber es ist natürlich auch so eine Sache, man muss sich gegen immer neue Konkurrenz erwehren. Früher waren Heftromane halt Massenprodukt, das ging
die Auflagen gingen die Hunderttausende. Und heute ist halt andere. Ja. Also ich würde mal sagen, also solange es so Fans gibt wie diese hier, wird es Sinclair immer geben. Ja. Ah, das ist Florian. Halt ganz klar. Das ist hier, genau. Florian, hallo. Wo er recht hat, hat er recht, ne? Ist das für euch nicht auch ein krasses Vermächtnis? Ich meine, 50 Jahre John Sinclair, Hennis hat es gerade schon gesagt, es ist unfassbar, dass ihr an sowas mitschreibt. Es ist ja so ein bisschen wie Geschichte prägen. Es ist wie ist Popkultur, ja. Ja. Es ist tatsächlich immer noch ein Stück weit unwirklich. Also gerade als ich jetzt an Dunkle Legenden geschrieben habe und ich habe das alles nochmal reflektiert, auch was da in diese Serie mit eingeflossen ist. Dein Sachbuch, dein Sachreader sozusagen, der gerade erschienen ist. Also wenn man darüber gesprochen hat, dass John auch schon, als er den Schwarzen Tod bekämpft hat, diese Grenze überschritten hat, ne, zur DDR im Tunnel unter der Grenze durch und so. Ne, und wie Amy ja schon gesagt hat, ne, als die Serie anlief, da gab es mich noch gar nicht, da war ich noch gar nicht in Planung. Und sie gibt es immer noch und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass es sie auch noch geben wird, wenn es mich vielleicht schon gar nicht mehr geben wird, weil sie einfach so ein Kulturphänomen geworden ist, so ein Popkulturphänomen ist. Und ich habe ja eben schon gesagt, ne, dass sie wird sich natürlich auch ein Stück weit weiterentwickeln, aber sie wird John Sinclair bleiben. Und das ist, glaube ich, das Besondere daran. Und weil dieser Held ist einfach so zeitlos mit diesen Abenteuern. Und ich glaube, dass das viel, dass das einfach noch viel Potenzial hat und dass es auch ewig, also ja, ich kann mir vorstellen, dass es weitergeht. Es wird ewig John Sinclair geben, das will Florian damit sagen. Ich habe letztens Dunkle Legenden den Anfang gelesen und ich fand es so sweet, wo du am Anfang beschreibst, wie es für dich war, als Neunjähriger das erste Mal John Sinclair zu lesen in diesem Supermarkt oder wo das war. Und ich habe mir wirklich bildlich den neunjährigen Florian da vorgestellt, wie er mit seinem Heft da steht und vollkommen verzückt. Noch mit Haaren. Genau. Ich hatte schon als Kind keine Haare. Sein Sinclair liest. Und ich meine, jetzt hier zu stehen und an diesem 50-jährigen Jubiläumsevent zu sein und zu sagen, ey, ich schreibe hier mit. Das muss, glaube ich, meinst du, der kleine Florian mit seinen 9 Jahren, der hüpft im Karree rum und sagt, geil? Ja, also dem kleinen Florian, glaube ich, der wäre ohnmächtig geworden oder so, ne? Oder der hätte das vielleicht auch gesagt, irgendwie spinnt, ne? Aber so, ich sage jetzt mal so, auch mein älteres Ich, du hättest mich ja schon vor 10 Jahren, hättest du mir die Frage stellen können, es sind jetzt noch nicht ganz 10 Jahre, 2 fehlen noch, also es sind 8 Jahre, aber selbst vor 10 Jahren, wenn man mir das gesagt hättest, du würdest jetzt hier 8 Jahre später sitzen und du würdest über John Sinclair sprechen, du würdest über die Zukunft von John Sinclair sprechen, am 50. Geburtstag. Nein, ich hätte diejenige oder denjenigen für verrückt gehalten. Ja, ich vor 10, sagen wir mal vor 20 Jahren wäre ich wahrscheinlich noch bei dem Gedanken gestorben, weil ich schon vor der Klasse gestanden habe für irgendwelche Referate, bin ich auch schon eingegangen. Und jetzt sitze ich hier und das hast du super gemacht, Raphael. Meine Lieblingsserie. Absolut, großartig, ja. Und das ist auch, was ich heute halt auch gemerkt habe, auch bei den Gesprächen, die wir hatten. Es ist ein unglaubliches Privileg auch, weil wir sind alle auch Fans einfach, das muss man wirklich sagen. Und sowas ist auch einfach nicht selbstverständlich. Das muss man einfach wirklich sagen, dass das dieses Kunstwerk, dieses Konzept Sinclair, dass es diese ganzen 50 Jahre durchgängig überstanden hat, ja, mit den Hörspielen und dann auch mal wieder so und mit Neuerungen und wieder mit den alten Auflagen. Das ist wirklich was ganz Besonderes und um das zu feiern, sind wir heute hier. Und deswegen danke, dass ihr das auch nochmal hier uns da nochmal bestärkt habt, auch nochmal vor allen Dingen mit dem Blick auch in die Zukunft. Vielen Dank, Raphael Makesch und Florian Hilleberg alias Ian Rolf Hill. Dankeschön. Okay.